Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Hannover Defenders. Recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein Replay für euch dabei und zwar wieder mal ein Zugspiel, bedanke ich mich bei den ganzen HD-Mitgliedern, dass sie in letzter Zeit wieder doch häufig im Zug spielen. Und diesmal mit dabei Yogi 48 in seinem Pack 36. Na, FCM Pack 36. Pack 40. So, Mensch, FCM 36, Pack 40. Mensch, Halleluja. Dann haben wir in dem 38-Tonner, ist das Lorenz? Jawohl. Lorenz 1968 und Matthias in seinem 116. Ja, ich glaube, der FCM 36 Pack 40, ich glaube, mittlerweile ist es ein Premium-Panzer, aber ich weiß von Christian, der hatte ihn, entweder war es auf der Gamescom oder auf einer Messe. Ja, hier mal stoppen. Aufteilung finde ich sehr gut. Ein Teil geht in die Stadt. Na, hier Mittelweg. Es muss einer oder es sollte jemand nach vorne fahren, um einfach das hier aufzuspotten. Oder um zu schauen, was hier kommt. Der Hetzer, weiß ich nicht. Na, ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten hingestellt, aber egal. Und Yogi steht mit seinem FCM hier, Anton 1 oder Bertha 1. Hinter dem Busch kann da ganz gut wirken. Ich glaube, der Kleine hat einen ganz guten Tarnwert. So, normale Munition, Schaden 110, Durchschlag 98. Premium Munition, Schaden 110, Durchschlag 126. HE 175, Durchschlag 38. Dann hat er noch ein großes Medipack dabei. Große Reparaturkiste und starken Kaffee, ein Scherenfernrohr und Tarnnetz. Ja, das sollte, damit ist er doch bestimmt ganz gut aufgestellt. Hier durchs Valley, also Anton, Linie 1, 2. Oh, Matthias nimmt schon den ersten raus. Da kann man, es ist keine Arti dabei. Dann steht Yogi da eigentlich genau richtig. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, wenn er weiter hochfährt. Hier da auf diese Anhöhe hätte man fahren können. Aber dann ist er natürlich auch schnell gesehen. So hat er dann, kann er den Busch nutzen, um die Tarnung auszureizen. Und geht nicht auf. Sehr schön. Ja, genau, immer schön einschenken, sehr schön, sehr schön. Ja, bei diesen kleineren Tierstufen, ich sage mal bis 5, sind die Kanonen manchmal dann doch sehr nicht präzise. Ich glaube, der Yogi hat da bestimmt schon eine ganz gute Mannschaft drauf. Kill 1. Schießt mit Premium-Munition. Ah! Ja. 4 Schuss noch, Yogi. Ich war. Kill 2, sehr schön. Ich bilde mir ein, vielleicht. Kill 3, sehr schön. Ich bilde mir ein, in solchen Momenten, wenn das Fahrzeug ganz zu sehen ist, tut man sich einen Gefallen, wenn man automatisch anvisiert. Glaube ich. Ich weiß es nicht, aber ich glaube es halt. Jo, 4. Der ging durch, oder was war das eben? Na komm, hol weg. Ach Gottchen, 2. Ach so, der hat nicht so viel Schuss dabei, verstehe ich.
Ja, 12 Schuss HE hat er nur noch. Ja, da bin ich nachher auf die Gefechtsergebnisse gespannt. Wie viele denn doch leider dagegen geflogen sind. Aber seine Position ist hier Gold wert. Matthias ist, glaube ich, schon draußen. Leider auch 3 Kills. HD. Ja. So, vielleicht kannst du ja doch noch dir den Krieger holen. Aber ich vermute, das wird nichts mehr. Ja, das ist dann halt Altherrenspiel. Warum soll man dann noch nach vorne fahren? Ach, das war ja doch Matthias war mit dem 116er und Lord. Sehr schön, sehr schön. Wir schauen uns jetzt die Gefechtsergebnisse mal an. Großkaliber, Meister auf, also Ace Tanker auf dem FCM-Pack. Dann haben wir noch Bruiser, Fighter, Fire 4 Effekt mit 5 Kills. Schade, dass es nicht zum 6. hätte ich dir gerne gegönnt. Yogi Platz 1. Hey, HD ganz oben, das finde ich gut. Dann haben wir, wo ist denn hier? Matthias und Lorenz. Ja. So, 35 Schuss abgegeben, 19 waren Treffer, 13 davon haben durchschlagen. Ja, ihr habt es gesehen im Replay, ist ja manchmal nicht so pralle. Jo, und dann hier, minus 28.000, aber hey, das war's wert. Hast du schön gespielt, ich fand's gut, das sieht gut aus. Ja, das war's dann auch schon wieder, kurz und knapp. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Hat es euch nicht gefallen, Daumen nach unten. Der ein oder andere Kommentar, da würden wir uns drüber freuen. Abo, hey, das wäre super klasse. Besucht uns auf unserer Website www.h-defenders.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und sage tschüss, euer Terrorzwerg. Bis denne.